Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir mal über das Wildrox 13mm Blende 1.4 Objektiv, hier in meinem Fall für den Sony E-Mount APS-C. Und der Disclaimer gleich vorab, das Ganze ist ein Test- und Leihgerät von Wildrox. Das heißt, das Ganze wandert nach diesem Video wieder zurück zur Post. Aber ich habe keine Vorgaben, was die Meinungsbildung angeht. Das heißt, ich kann mir in aller Ruhe hier überlegen, was ich sage. Und zum anderen durfte ich auch testen, wie ich und was ich wollte mit diesem Glas. Da gab es quasi keinerlei Vorgaben oder Absprachen. Und das finde ich sehr toll, weil dadurch habt ihr die Gelegenheit, von mir ungetrübt die Meinung zu bekommen, was dieses Glas angeht. Und ich finde es sehr gut, das Glas, muss ich gleich vorweg sagen. Aber warum und weshalb, das sehen wir jetzt in diesem Video. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an und viel Spaß. Ich bin heute hier draußen an einem Vogelschutzgebiet wieder mal. Ich mag ja diesen Ort, wie ihr wisst. Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß auch, dass ich des Öfteren gern hier bin. Zum Spazieren gehen, zum Gassi gehen, so ein bisschen relaxen, aber auch zum Fotografieren, vor allen Dingen zum Wildlife-Fotografieren. Das ist wirklich ideal, auch für mich, der jetzt erst seit ein, zwei Jahren damit ernsthafter, intensiver fotografiert. Und hier kann man auch schön üben. Das heißt, hier hat es sehr viele Vogelarten und auch öfter mal Nebelstimmung, wie gerade heute. Und da kann man dann sehr gut auch ein bisschen damit trainieren und hat dann vielleicht ein bisschen das Handling raus, wie das Ganze besser geht und wie man besser vorankommt. Aber darum geht es heute nicht. Es geht um dieses Objektiv. Das Wildrox 13mm 1.4 Objektiv ist ein Ultraweitwinkelobjektiv an APS-C. Du kannst es aber auch genauso gut an Vollformat verwenden. Das sehen wir uns gleich nochmal an im Video. Ich werde nachher noch das Objektiv hier dran machen und dann werdet ihr sehen, wie das Ganze an der Sony A7 IV aussieht. Jetzt filmt mich die Sony A7 IV mit dem 24mm Objektiv von Sony. Das heißt, das ist der typische Filmlook, sage ich mal, den ich öfter drauf habe. Und das hier werden wir nachher nochmal anschauen. Da werdet ihr sehen, das ist nochmal ein Ticken anders, auch noch ein Ticken weiter. Das Objektiv wurde Wildrox typisch aus Metall wieder gefertigt. Bis auf die Deckel hier hinten dran und vorn drauf und natürlich innen in der Gegenlichtblende, da befindet sich auch Kunststoff. Außen ist das Ganze aber auch aus Metall gefertigt, also Wildrox typisch, sehr solide, gefällt mir sehr gut. Ich mache gleich mal den Deckel hier vorn dran ab, da könnt ihr nochmal hier reinschauen. Ein 67mm Filtergewinde habt ihr dran, das heißt für die gängigsten Filtersysteme, Schraubfiltersysteme muss ich gleich dazu sagen, funktioniert das dann recht gut. Und hinten dran auch nochmal natürlich der Kontaktanschluss, sodass ihr dann den Autofokus der Kamera benutzen könnt. Und es gibt auch einen einen USB-C-Anschluss. Und der sorgt dafür, dass ihr dieses Objektiv auch mit Firmware-Updates in der Zukunft versorgen könnt. Das heißt, wenn ihr das jetzt kauft, könnt ihr das in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch lange verwenden und habt vielleicht auch die neuesten Funktionen über das Objektiv bzw. die Kompatibilität zu neueren Kameras und neuen Funktionen auch mitgesichert. Sehr schön an dem Objektiv finde ich auch den manuellen Fokusring und der ist recht groß. Also den kenne ich nur von Sigma so groß. Da geht es sehr smooth, nicht zu leicht, aber auch nicht zu fest. Also wenn es zu fest geht, ist mir das dann auch nichts, gerade wenn ich manuell fokussieren muss, aber das ist immer noch besser als ein zu leichtgängiger Fokusring. Dieser hier ist für mich ideal. Und ich, der jetzt so mittelgroß ist, sage ich mal, hat auch hier die ideale Größe, was die Finger angeht, um sie draufzulegen. Also für mich passt das rundherum sehr gut. Du hast auch wieder typisch Wildrox, muss man inzwischen sagen, hier die Blendeneinstellmöglichkeit von Blende 1.4 bis automatisch. Da klickt das dann so einmal rum am Ende, rastet ein bisschen ein, es ist nicht ganz fest, das müsste fester gehen für meine Begriffe, dass man auch wirklich nicht verrutscht, gerade wenn man das Objektiv des Öfteren mal wechselt und die Kameratasche widerlegt, dann kann es schon passieren, dass man hier versehentlich auch hier rausrutscht. Das hält bei Sony besser. Aber du kannst hier, wenn du jetzt diesen Retro-Look, dieses Feeling brauchst und möchtest, dir idealerweise die Blende einstellen, das heißt, ja, du kannst dann wie bei Fuji sozusagen hergehen und dann dieses Retro-Feeling für dich quasi weitererhalten. Bei Sony ist es auch bei einigen Objektiven möglich, beispielsweise bei dem 24er, was hier gerade drauf ist. Da kann ich auch händisch vorn dran auch hier die Blende einstellen. Da kann ich noch umschalten zwischen klicken und ohne klicken. Und ich kann das Ganze am Ende sehr fest einrasten lassen. Finde ich auch einen Ticken besser.
Aber wie gesagt, für mich hätte es das jetzt nicht gebraucht, für den Sony E-Mount, dass man hier noch die Blendenmöglichkeit hier dran hat. Ich weiß, dass das bei den Fuji-Objektiven von Wildrox auch dran ist, aber wie gesagt, für mich hätte es das hier nicht gebraucht. Nichtsdestotrotz macht das Objektiv nicht schlechter, im Gegenteil. Ich finde, es ist sehr, sehr gut verarbeitet, fasst sich wunderbar an, hat auch eine recht gute Größe. Also für ein APS-C-Objektiv ist es dann doch schon recht groß, gerade wenn du jetzt eine Sony A6400 hast oder eine Sony A7C. Die sind dann doch etwas kleiner, kompakter. Da ist das Objektiv dann schon recht groß, aber auch kein Trümmer. Also mit den knapp 420 Gramm, finde ich, ist das durchaus eine gute Größe, Gewichtverlagerung. Also nichts, was irgendwie unangenehm ist, im Gegenteil. Ich packe es gerne inzwischen ein, ich nehme es gern spontan mit. Habe es auch gerne auf der A7 IV drauf, sogar als Alltime, wenn ich mal jetzt privat unterwegs bin und ein bisschen Fotos mache, gern damit drauf und nicht das 24er, sondern nur das. Und das reicht auch für das meiste aus. Und mit der Blende 1.4 kannst du auch ein bisschen freistellen. Also alle, die denken, man kann damit jetzt nicht wirklich ein Bokeh erzeugen. Bokeh ist das, was nicht im Fokus ist und dann unscharf ist. Das kann man damit machen. Ich zeige mal hier ein, zwei Beispiele. Man kann damit doch ein Bokeh erzeugen. Du kannst auch recht nah rangehen. Gerade bei den Blümchen hier zeige ich auch mal eben ein Foto. Da konnte ich auch recht nah rankommen und ein Pseudo-Makro erzeugen. Und das schaut gut aus. Also wenn du nur das Objektiv drauf hast, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, um ein bisschen all the time, so ein bisschen kleinen Allrounder damit zu haben und damit das meiste zu machen. So viel zur Haptik und ein bisschen vorgegriffen zur Bildqualität. Wie ist es denn aber auch sonst im Handling, was Lichtflair angeht? Und da muss ich sagen, hat Wildrox auch hier wieder sehr gute Gläser verbaut. Also Flair habe ich kaum entdecken können. Also wenn du jetzt damit Sonnensterne machst, siehst du ja zum einen auch schnell die Schwächen im Objektiv, beispielsweise durch Lensflares, auch durch Verzeichnungen und wenn der Autofokus dann schnell pumpt und nicht richtig funktioniert. Also das war hier nicht der Fall, muss ich sagen. Also es ging wunderbar, du kannst damit Sonnensterne produzieren, du kannst damit kaum, also wirklich kaum, sehr schwer nur Lensflares erzeugen. Also wer diesen Effekt mehr möchte in seinen Bildern oder Videos, da muss ich dann was einfallen lassen. Also entweder ganz krasses Seitenlicht hier reinleuchten, projizieren, dass es irgendwie noch auftritt, oder jemand anderes Glas nehmen. Damit funktioniert es auf jeden Fall nicht. Also sehr flare-resistent, auch sehr lichtresistent von Seiten- und Streiflicht. Du hast zwar die Gegenlichtblende dabei, aber ich finde, das Glas ist so gut vergütet, das reicht auf jeden Fall aus, um da auch keine Störungen groß im Bild drin zu haben. Wie sieht es mit der Vignette aus? Vignette ist immer dieser dunkle Rand, der um die Bilder ist oder um die Videos ist, wenn du damit offenblendig, also Blende 1.4 bis 2.8 meinetwegen, fotografierst und filmst. Und da muss ich sagen, ja, es hat eine Vignette, aber die kannst du ganz leicht in Lightroom korrigieren und dann ist sie raus. Und ich finde sie jetzt auch nicht so furchtbar stark. Es kommt darauf an, was du damit machst. Wenn du natürlich ein weißes Blatt fotografierst, dann siehst du es mit Sicherheit deutlich mehr. Aber so im Alltag draußen in der Landschaftsfotografie oder so ein bisschen Mensch in der Landschaft, Mensch bei der Arbeit, da fällt es nicht wirklich auf. Ich finde auch in Porträts ist es nochmal ein Unterschied. Gerade bei Portrait-Looks, wenn du dann jetzt ein bisschen Vignette ringsherum hast, dann kann das auch nochmal für ein bisschen mehr Punch, ein bisschen mehr Look erzeugen im Bild, weil du durch diese Vignette ein bisschen den Fokus auf die Mitte des Bildes legst. Also wer das mag, auf Blende 1.4 fotografieren, aber sie ist jetzt nicht so krass stark, dass ich das Gefühl habe, es ist quasi ständig Dauerschatten in den Rändern, also so schlimm ist es auch nicht. Und spätestens ab Blende 2.0, 2.8 hört das Ganze auch schon recht gut auf. Scharf ist das Ganze natürlich auch. Ich habe das Ganze gleich mal durchexerziert, von Blende 1.4 bis Blende 16 bin ich hochgegangen und habe auch durchfotografiert und musste feststellen, auch hier ist das Objektiv schon sehr scharf, muss ich sagen. Also teilweise echt krass, was du für knapp um die 400 Euro hier geboten bekommst, weil ein Ultraweitwinkelobjektiv für den APS-C-Mount an Sony für diesen Preis mit dieser Lichtstärke in der Qualität und dann noch so scharf, das musst du erstmal finden. Und ich finde, Wildrox macht da eine ganze Menge richtig. Also ich kenne keinen Hersteller, der so konsequent rangeht und das zum einen für alle Mounts anbietet, fast alle, außer Canon natürlich, und dann aber auch so eine gute Qualität bietet, dass das Bild und Video wirklich immer gestochen scharf ist, schon ab Blende 1.4. Das ist wirklich krass, das ist wirklich echt gut, das ist fast Sigma-Niveau. Demzufolge kann ich das wirklich empfehlen, wenn du damit allround-mäßig fotografieren und filmen möchtest und ambitionierter Hobbyfotograf bist und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, auf jeden Fall kannst du es dann verwenden. An APS-C uneingeschränkt, auf jeden Fall empfehlbar, und an Vollformat aber auch. Vollformat schauen wir jetzt mal an. Ich werde gleich mal umschalten, dann siehst du den Look ungefähr von dem 13 mm, weil das umgerechnet um die 19 bis 20 mm
wenn man 13 mm auf APS-C an Vollformat umrechnet. Das heißt, du bist doch noch weitwinklig unterwegs, aber jetzt nicht zu krass verzerrend weitwinklig. Also, wir schalten gleich mal um. So, gleiche Kameraposition, gleicher Ausschnitt, aber deutlich mehr auf dem Foto oder auf dem Video in diesem Fall. Wir haben noch einen kleinen Zuschnitt durch die Sony A7 IV, durch das 4K-Bild. Es ist das Bild noch ein bisschen beschnitten. Im Full HD wäre es quasi jetzt frei, aber du siehst wahrscheinlich schon einen deutlichen Unterschied zum 24er vorher zu diesem Objektiv. Ich bin jetzt auf Blende 7.1, sehe ich gerade. Das hat den einfachen Hintergrund, dass ich hier keinen ND-Filter vorne drauf habe, um dir zum einen das Bild ungetrübt zeigen zu können, und bei den 24er hatte ich gerade eben den ND-Filter drauf. Aber mit dem 67 mm Filtergewinde könnte ich hier theoretisch auch ND-Filter vorn draufschrauben. Trotz Ultraweitwinkel hast du keine starke Krümmung oder vorn eine Wölbung durch der Linse, wo du quasi keine Filter draufsetzen könntest. Das geht wunderbar hier. Also ich könnte die einfach draufschrauben und voilà, dann geht das. Oder Polfilter oder was auch immer für einen Filter verwenden. Das geht alles auch per Schraubgewinde. Finde ich sehr gut übrigens, auch im Weitwinkelbereich. Das ist auch mal so ein Aspekt. Für viele ist das das K.O.-Kriterium, ob sie dann quasi große Filtersysteme kaufen müssen oder eben dann doch noch die Schraubfilter weiter verwenden können. Ihr seht es gerade auch, das könnt ihr nicht sehen, er trackt mich. Ich sehe auch gerade, der Augenautofokus funktioniert recht gut. Also wenn ich jetzt näher komme, funktioniert das mit dem Augenautofokus genauso gut wie mit größerer Entfernung. Also ihr seht, dass ich bewege mich mal ein bisschen. Das sollte auch recht gut funktionieren. Ich gucke gerade immer rüber auf das Display, da sehe ich, wie die Kamera mich verfolgt. Aber ja, das sollte recht gut funktionieren. Also ich hatte auch beim Fotografieren nicht das Gefühl, dass der Autofokus irgendwie Probleme hat. Oder ja, langsam wäre er geräuschlos auf jeden Fall. Das heißt, wenn du filmst, hörst du auch nichts. Ich habe zwar jetzt das Mikrofon entkoppelt, aber hätte ich jetzt ein Mikrofon oben auf der Kamera oben drauf, dann wäre es auch kein Problem, weil das Ganze lautlos fokussiert. Und demzufolge nicht wie bei einigen älteren Sigma-Objektiven der Fokusmotor dann noch auf dem Video drauf ist. Also vom Bildeindruck her würde ich sagen, du hast ordentlich was drauf, gerade zum Fotografieren. Wer jetzt ein bisschen mehr Landschaften fotografiert, der sollte auf jeden Fall mit den 13 mm doch recht gut bedient sein. Wenn du es ein bisschen zuschneiden kannst noch am Ende, hast du, glaube ich, hier einen recht guten Allrounder drauf. Zum Größenvergleich habe ich auch nochmal die Fuji-Version mitgebracht. Und zwar hier ist das 23er Blende 1.4. Ist jetzt kein Ultraweitwinkel mehr, also eher so eine typische Brennweite im Reporter-Style, so 35 mm Look. Aber du siehst, es ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Also das gibt es ja auch für die Fuji-Version und auch für Nikon. Und du siehst, im APS-C-Bereich ist das dann schon ein großes Objektiv. Also ich zeige es nochmal in die Kamera. Das 23er 1.4, so rum, ist da deutlich kleiner und schlanker als das 13er 1.4 von Wildrox. Also das macht schon ein bisschen was aus an der Kamera, gerade wenn du jetzt eine sehr kleine Kamera, eine sehr leichte Kamera oder ein sehr kleines, leichtes Setup möchtest und brauchst, kann das ein Thema sein. Also das würde ich an deiner Stelle dann nochmal ausprobieren. Also wer wirklich klein, kompakt und leicht unterwegs sein will oder so ein bisschen Leica-mäßig unterwegs ist, der sollte sich das Ganze nochmal überlegen und zumindest mal anschauen und ausprobieren, ob das was bringt. Weil das, wie gesagt, hier dann doch recht groß ist und auch gefühlt noch ein bisschen schwerer als das 23er hier. Auch wenn es einen anderen Look hat und andere Zielgruppe hat, ist es aber trotzdem zu beachten und zu bedenken, weil das Ganze am Ende schon einen Unterschied machen kann, gerade im Thema, wo verstaust du die Kamera, wenn es dann so nicht mehr in die kleine Tasche passt. Also das passt vielleicht noch in eine ganz große Jackentasche ohne Gegenlichtblende. Mit dem Objektiv wird es schon schwierig, weil das ist schon recht groß und deutlich größer als das 23er. Also, dass ich das mal gezeigt habe, diese beiden im Vergleich sind schon nochmal, ist schon nochmal ein Unterschied auf jeden Fall spürbar. So, dann lege ich das weg und komme zum Fazit. Für wen ist dieses Objektiv gedacht und geeignet? Also, ich denke, dass es vor allen Dingen für alle Landschaftsfotografinnen und Fotografen ein sehr gutes Objektiv ist, die gern am APS-C um die 18 bis 20 mm haben möchten mit der Blende 1.4. Für die ist es auf jeden Fall geeignet. Wer dann noch auf Filtersysteme setzen möchte, die zum Schrauben sind, voilà, geht hier auch. Auch dann sollte das auf jeden Fall mal angeschaut werden. Und für alle, die keine geeigneten Objektive in den eigenen Herstellern finden, also beispielsweise bei Fuji, die da Probleme haben, für die kann sich der Blick zu Wildrox auf jeden Fall lohnen. Ich selbst habe es auch gemacht. Ich mag die Fuji-Objektive, weil die auch nochmal einen anderen optischen Look haben, sage ich mal. Und Wildrox steht dem Ganzen aber nichts nach. Also da machst du nichts verkehrt, wenn du zu Wildrox schaust. Ich denke auch, dass für alle Filmerinnen und Filmer, die etwas ernsthafter filmen möchten, auch das ein Thema sein kann, weil du hier die Blende geräuschlos ziehen kannst. Du kannst quasi von 1.4 bis Blende 16 komplett geräuschlos die Blende zumachen. Das kann beim Filmen ein Thema sein. Und alle, die ambitioniert
beim Filmen sind, sich daran üben wollen, für die ist dieses Objektiv auch sehr zu empfehlen, weil es zum einen den geräuschlosen und schnellen Autofokus hat und zum anderen aber auch du hier die Blende noch so schnell einstellen kannst. Und natürlich für alle, die generell gern Metallobjektive mögen und jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchten, auch für die ist das Objektiv natürlich was. Denn ich selbst habe es ausprobiert an der Sony A7 IV. Klar, der 33 Megapixel, du verlierst natürlich Pixel durch den Zuschnitt im APS-C-Bereich. Aber von wie viel reden wir dann noch? Von 16 bis 18 Megapixel? Vielleicht sogar 20, ich weiß es nicht genau. Das reicht völlig aus für Privatfotos, für Landschaftsfotos. Wenn du jetzt keinen Feinart-Print machst in Meter groß, reicht das völlig aus. Und ich hatte nicht das Gefühl bei diesen Bildern, dass ich da irgendwie ja, zu wenig Reserve hätte oder die Auflösung nicht stimmt. Im Gegenteil, wenn du sowieso sagst, hey, ich möchte meinen Workflow am Ende auch ein bisschen einfacher haben, dann hast du eh ein bisschen weniger Auflösung. Das heißt, die Dateien sind kleiner. Du hast auch eine schnellere Verarbeitung in Lightroom oder in deinem Programm. Der Export geht schneller und, und. Also du siehst und du merkst, da kommt was am Ende hinten raus, wo du dann eventuell sogar einen Vorteil für dich haben kannst, wenn du dich dafür entscheidest. Und ich muss sagen, es ist eine Brennweite, die ich so gar nicht kenne und auch nicht hatte vorher. Und 13 mm an APS-C bzw. die Umrechnung an Vollformat, das ist eine spannende Brennweite mit Blende 1.4. Das darf man auch nicht vergessen, weil ich habe vergleichbar nichts, wo ich sage, das könnte ich gegenhalten, also als Festbrennweite im Sony-Bereich. Demzufolge ist es auch deshalb ein sehr spannendes Objektiv. Und mit aktuell, ich glaube 428 Euro kostet es Tag heute aktuell, ist es auch nicht zu teuer. Also es ist jetzt sicherlich kein Schnäppchen mehr wie die alten Samyang-Objektive, die es mal für 200, 300 Euro gab. Aber es ist, wenn man bedenkt, was das Objektiv kann, wirklich ein guter Deal. Preis-Leistungstechnisch wirklich auch zu empfehlen. Also ich denke, es ist lohnend, sich das Ganze mal anzuschauen, wenn du vor allen Dingen gerne Landschaften fotografierst oder auch Menschen in Landschaften gerne fotografierst, beziehungsweise einfach auf eine Festbrennweite wartest, die 13 mm hat mit Blende 1.4 dann. Dann greif zu oder warte auf den Black Friday oder irgendeinen Deal, aber greif dann zu, das kann ich dann sehr empfehlen, weil dieses Objektiv für mich so gut wie kaum Schwächen hat, bis auf die genannten, dass eben ein paar Knöpfe fehlen oder dass die Einstellung hier vorn mit der Blende jetzt nicht unbedingt sein müsste. Aber optisch spricht nichts gegen dieses Objektiv, weil die Ergebnisse stimmen und demzufolge auch wirklich passen für das Geld. Ich hoffe, mein Eindruck konnte dir ein bisschen helfen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen rüberbringen, wie ich das Objektiv finde. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr davon geschwärmt. Ich mag es sehr, weil es preis-leistungstechnisch und auch in der Bildleistung vor allen Dingen echt gut ist und den Herstellerobjektiven in kaum nichts nachsteht. Also das sollte man wirklich bedenken. Demzufolge, wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hier, abonniert meinen Kanal und schreibt mir bitte unten in die Kommentare, ob ihr dieses Objektiv vielleicht schon in der Hand hattet und wenn ja, warum ihr es behalten habt. Und wenn dir was daran nicht gut gefällt oder irgendwas ja, daran einfach nicht mögt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Auch das möchte ich gerne wissen. Lasst uns da ein bisschen austauschen und voneinander ein bisschen profitieren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.